Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video meiner Fall in Love Reihe und heute möchte ich mit euch über Conventions reden. Eine Convention ist laut Wikipedia eine Veranstaltung, auf der sich Menschen mit gleichartigen Interessen treffen. Und ich war schon auf 4 Stück insgesamt, war auf Englischen und auf Deutschen, hab neue Freunde gewonnen und Ian Somerhalder getroffen. Heute gibt es also Tipps von mir, wie ihr so ein Wochenende am besten erleben könnt. Viel Spaß! Kommen wir zu meinem allerersten Punkt. Englisch, Englisch, Englisch. Ich war auf 2 Supernatural Cons, deren Ursprung in England liegt und deswegen haben die Mitarbeiter alle auch nur Englisch gesprochen. Die Schauspieler werden natürlich auch nicht auf einmal Deutsch sprechen können und Übersetzer habe ich bisher auch noch keine gesehen. Und auf der allerersten Con, auf der ich war, da war ich noch etwas jünger, da habe ich dann manchen Witz nicht so verstanden, den die Schauspieler erzählt haben, weil ich noch nicht so gut Englisch konnte. Und deswegen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr vorher die Serie oder den Film, wo die Schauspieler mitspielen, auf Englisch guckt. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, den Akzent der Schauspieler so ein bisschen zu verinnerlichen. Und hätte ich das damals nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich kein Wort von dem verstanden, was so ein Jensen Ackles oder so mir sagen möchte. Zweiter Punkt. Bequem und trotzdem schick. Ich kann euch auf jeden Fall raten, dass ihr Sachen anzieht, in denen ihr euch wohlfühlt. Nichts, wo ihr Angst haben müsst, dass wenn ihr euch zu schnell bewegt oder euch hinsetzt, dass irgendetwas verrutscht. Das Problem ist nämlich einfach, dass ihr immer in Warteschlange stehen werdet, also ob ihr auf Fotos wartet oder auf Autogramme oder in die Panels rein wollt. Ihr werdet einfach immer irgendwo stehen und dann setzt man sich vielleicht auch mal so auf den Boden und dann wäre es halt praktisch, wenn man nicht unbedingt das kürzeste Kleid anhat. Ihr solltet aber dennoch darauf achten, was ihr anzieht, vor allem wenn ihr ein Foto machen wollt mit einem Schauspieler, denn ihr habt wirklich nur diesen einen Versuch, diese 1,5 Sekunden mit dem Schauspieler, dieses Foto zu machen und dann solltet ihr etwas anhaben, worin ihr euch wohlfühlt, wo ihr aber auch wisst, dass ihr gut drin aussieht. Die Fotos bringen mich auch schon zu meinem nächsten Punkt und zwar außergewöhnliche Fotos mit außergewöhnlichen Menschen. Es ist einfach nervenaufreibend, wenn man in der Schlange steht, nur noch 5 Personen vor einem stehen und man sieht Ian Somerhalder oder Jensen Ackles bereits 3 Meter von einem entfernt. Man kann so gut Englisch sprechen, wie man will, wenn man aber dann neben so einer Person steht, dann kann man froh sein, wenn man ein Hi rausbekommt. Vor allem, wenn dann so ein Ian Somerhalder einem mit Hi Darling oder Hi Sweetheart begrüßt. Wenn ihr aber trotzdem nicht einfach nur so ein 0815-Foto mit demjenigen haben wollt, dann habe ich hier den ultimativen Tipp für euch. Nehmt euch einfach so kleine Fotos mit, die zeigen, welche Position ihr auf dem Foto haben wollt, so ungefähr. Und dann wird der Schauspieler das schon machen und dann ist es viel einfacher, als statt dem irgendwie was zu erklären. Und eine Freundin von mir, die ich auch dort auf der Convention kennengelernt habe, die hat das gemacht und guckt euch mal diese Hammer-Fotos an. Also viel besser, als einfach nur neben dem zu stehen. So ein Kuss auf die Wange oder so ein Hinunterhalten ist natürlich ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn man dem einfach so ein kleines Foto davon zeigt, dann weiß der, ah, so wollen die das haben und dann machen die das meistens auch. Ich meine, wie will man so einem Schauspieler das denn sonst sagen? So, hi, Ian, can you please kiss me on the cheek, please, for the photo? Oder will man irgendwie sagen, Ian, can you please hold me like this and I go like this and you look me in the eye? Weil ihr habt wirklich nur diese 5 Sekunden höchstens, um dem irgendwie zu verklickern, wie ihr euer Foto haben möchtet. Und da sind diese Fotos einfach so Lebensretter. Und ohne sich doof vorzukommen, vor den 20 anderen Leuten, die hinter dir in der Reihe stehen, dem Fotografen, den 5 Security-Leuten und den netten Damen, die dir am Anfang die Tasche abgenommen haben. Kommen wir zum 4. Punkt, Wettbewerbe und Gewinne. Wenn es Wettbewerbe oder irgendwelche Gewinnspiele gibt, dann macht da einfach mit. Mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen, aber ihr könnt immer was gewinnen. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass ich zum Beispiel bei dem Video Editing Contest mitgemacht habe auf einer Convention und letztendlich sogar 3. geworden bin und dann ein Autogramm von jemandem bekommen habe, vom David, der ja nicht nur in Vampire Diaries mitspielt, sondern auch in Once Upon a Time und dann konnte ich umsonst zu ihm hin und mir ein Autogramm holen. Und zusätzlich habe ich auf einer Supernatural Convention auch noch bei einer Verlosung mitgemacht und letztendlich habe ich ein Meet and Greet mit Jared Padalecki gewonnen, was in Wirklichkeit so an die 50 Euro nochmal kostet für 1 Euro. Vor allem so bei diesen Video-Editing-Contesten, die ich jetzt schon öfters gesehen habe, solltet ihr mitmachen, weil da einfach generell nicht so viele Leute mitmachen. Deswegen habt ihr da immer eine große Chance, irgendwie einen Preis abzusahen. Jetzt geht's weiter mit dem 5. Punkt, Interessengleichheit. Das Allercoolste auf einer Convention ist einfach, von Gleichgesinnten umgeben zu sein. Du weißt einfach, dass jeder, der hier ist, aus denselben Gründen hier ist wie du. Und ihr habt eigentlich direkt ein Gesprächsthema und könnt eigentlich gar nicht anders als Kontakte knüpfen.
Ich habe zum Beispiel die liebe Dina kennengelernt. Vor einer Convention, auf der ich eigentlich alleine gewesen wäre, habe ich sie im Internet kennengelernt und dann haben wir einfach ausgemacht, dass wir uns dort treffen. Und es lief so gut, dass wir zu der nächsten Convention dann komplett zusammengefahren sind und uns ein Hotelzimmer zusammengeholt haben und einfach so die Tage zusammen verbringen konnten. Das mit den Hotels bringt mich auch direkt zu meinem nächsten Punkt, und zwar organisatorischer Scheibenkleister. Denkt immer an eure Persos und an eure Bankkarten und eure Krankenversicherung und alles und vor allem an die Hotelreservierung, wenn ihr irgendwo in einem Hotel oder in einer Jugendherberge unterkommen möchtet. Und was ich euch auch raten kann, ist direkt auf der hoteleigenen Website das Zimmer zu buchen, denn Nina und ich haben damals durch eine Zwischenseite, die eigentlich ziemlich seriös wirkte, dieses Hotel gebucht und ein Zimmer gebucht. Und als wir dann todmüde am ersten Tag abends einchecken wollten und unser Zimmer beziehen wollten, wurde uns gesagt, dass leider keine Buchung vorliegt unter unserem Namen. Das war natürlich nicht so schön und im Endeffekt kamen wir auf ein Zimmer, das eigentlich schon voll war, also 3 von 4 Betten waren belegt und wir haben dann noch das letzte Bett bekommen und noch ein zusätzliches Bett hineingestellt. Unsere Zimmergenossen fanden das auch nicht so witzig, dass dann auf einmal mitten im kleinen Zimmer im Flur noch ein weiteres Bett stand. Kommen wir zum 7. Punkt, das Thema Geld. So eine Convention kann ganz schön teuer sein. Wenn ihr aber dorthin geht, um jetzt nur die Schauspieler zu sehen, um denen mal zuzuhören und um das ganze Feeling einfach zu spüren, dann reicht euch ein ganz einfaches Wochenendticket, das meist so zwischen 90 und 100 Euro kostet, und dann seid ihr gut mit dabei. Wenn ihr aber noch zusätzlichen Kram haben wollt, wie zum Beispiel T-Shirts, Buttons, noch mehr T-Shirts, Mauspads, Schlüsselanhänger und noch mehr T-Shirts haben wollt, dann solltet ihr natürlich ein bisschen mehr Geld mit einplanen. Was aber am meisten den Geldbeutel angreift, das sind die Autogramme und die Fotos. So ein Foto mit ihrem Zimmerholer kann schon mal bis zu 50 Euro kosten. Und so Fotos mit Nebencharakteren, also mit kleineren Schauspielern, bis zu 30 Euro. Und das Ganze für 5 Sekunden im Arm von Mr. Smolderholder. Das Ganze ist aber auch eine einmalige Chance. Ich meine, wann trifft man nochmal seinen Lieblingsschauspieler? Okay, ich habe ihn 2-mal getroffen. Und ich habe auch 2 Fotos mit ihm gemacht. Und hätte ich die Chance, würde ich wahrscheinlich noch ein Foto machen. Jedenfalls, wenn ihr von Anfang an wisst, dass ihr ein Foto mit jedem haben wollt, dass ihr von jedem ein Autogramm haben wollt, dass ihr eventuell noch Gruppenfotos mit allen haben wollt, dann kann ich euch empfehlen, die Preise so ein bisschen zu vergleichen und dann ein teureres Ticket zu holen. Es gibt nämlich diese Anfangstickets, die so bis zu 90 Euro, wie gesagt, kosten. Es gibt aber auch Tickets, die nennen sich dann Diamond-Tickets und so. Die kosten dann so zwischen 500 und 1000 Euro und das ist schon viel. Ich persönlich, egal wie viel ich fangirlen würde, würde niemals 500 bis 1000 Euro für eine Convention ausgeben, also nur für das Ticket. Das ist dann selbst mir zu viel, aber jedem das seine. Aber wenn ihr gar kein Geld habt, dann habe ich hier nochmal den perfekten Tipp für euch. Ich bin pleite, aber ich will Ian Somerhalder sehen. Hilfe! Hilfe naht! Denn auf den meisten Conventions gibt es das Angebot, dass man dort arbeiten kann. Das bedeutet, ihr bekommt ein Freiticket für die beiden Tage, müsst aber auch auf Abruf bereit sein und die kompletten beiden Tage durcharbeiten. Ob das dann als Security-Hilfe bei den Warteschlangen ist oder vielleicht an den Autogrammständen, dass ihr dort ein bisschen für Ruhe sorgt oder einfach nur stundenlang am Drucker steht und die Fotos von anderen ausdruckt und sie verteilt, das ist natürlich dann immer die Frage, was genau ihr für eine Arbeit machen müsst. Da kann alles mit dabei sein und es wird auf jeden Fall anstrengend. Ihr könnt natürlich auch Glück haben und dann neben so einem Autogrammtisch stehen oder bei den Panels zuhören, aber ihr könnt natürlich auch Pech haben. So hättet ihr aber die Möglichkeit, umsonst auf die Convention zu kommen. In der Infobox findet ihr Links zu den Conventions und ich glaube, nächstes Jahr ist sogar wieder eine Vampire Diaries Convention und ich überlege auch schon selber hinzugehen wieder. Hier auf dem Fall in Love Symbol kommt ihr zur Playlist zu all meinen September Videos. Und unten links kommt ihr zu meiner Roomtour, da könnt ihr auch sehen, wo ich so den Merchandise von meinen Conventions in meinem Zimmer verteilt habe. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!